your time to trust in me, and you will find infinity. Hallo und herzlich willkommen bei unserer ersten Sendung von Hessentags TV. Heute in unserer Sendung die Eröffnung des Hessentags durch den Ministerpräsidenten Volker Bouffier, ein Überblick über die Ausstellung Natur auf der Spur und ein Interview mit Mobile. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hessentagsbesucherinnen und Besucher, ich freue mich, dass wir hier in unserer wunderschönen Colchester-Anlage im Weindorf bei trockenem Wetter, ich drücke die Daumen, den 52. Hessentag eröffnen dürfen. Mein besonderer Gruß gilt zunächst dem Ministerpräsidenten des Landes Hessen, Volker Bouffier, mit seiner Gattin. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass er den kurzen Weg aus Gießen hierher so ohne weiteres gefunden hat. Die Stadt wie Wetzlar, die etwas zu bieten hat, eine Nachhaltigkeit entwickeln kann. Sie kann nämlich darstellen, dass wir eine Stadt sind, die neben leistungsfähiger, innovativer Industrie eben auch eine wunderbare Altstadt haben, etwas Touristisches anzubieten haben, eine Vielzahl von Möglichkeiten haben, für die Menschen hierher zu kommen, sei es mit dem Fahrrad, per Wandern oder als Bootstouristen, eine wirklich wunderbare Möglichkeit, unsere Stadt als touristischen Standort bekannt zu machen. Und deshalb freue ich mich, wenn in den nächsten 10 Tagen Hunderttausende von Menschen nicht nur zu den musikalischen Großveranstaltungen, zu den vielen Ständen mitkommen, sondern auch hierher kommen, um unsere Stadt zu erleben und zu sagen, ich komme dann mal wieder, wenn es vielleicht auch mal etwas ruhiger ist und wenn ich die Innenstadt richtig erleben kann. Und dass wir anknüpfen können an die Tradition des Jahres 1975, der eine oder andere, der hier sitzt, der weiß es noch, 1975 hatten wir schon mal hier den Hessentag, da war es alles noch ein bisschen eine Nummer kleiner, aber auch sehr schön. Und ich freue mich darauf, dass wir in den nächsten 10 Tagen wunderbare Begegnungen haben werden. In diesem Sinne ein herzliches Glück auf für den Hessentag 2012 in Wetzlar. Ich bin auch stolz, dass mein Team, meine Mitarbeiter, Mitarbeiter der Kreisverwaltung hier tatkräftig mitgearbeitet haben. Es war partnerschaftlich, es war entspannt. Es ist ein Fest der Stadt, es ist ein Fest der Region. Und wenn Engel feiern, da lacht der Himmel. Wir fangen heute mit diesem Wetter an. Und das wird 10 Tage so bleiben, das haben wir uns beide in die Hand versprochen. Der Ministerpräsident hat durchgeschlagen, wo das kommunale Selbstverwaltung ist, wie er es immer sagt. Ich freue mich auf diesen Hessentag, ich freue mich auf die vielen Besucher. Und wenn man heute schon durch die Bahnhofstraße ging, bei der Straße der Bildung, Wissenschaft und Technik, die war voll Menschen, voll junger Menschen. Das ist toll, das ist schön. Glückwunsch, Wetzlar, lasst uns ein schönes Fest feiern. Dankeschön. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, hallo Wetzlar, liebe Wetzlarer, liebe Besucher. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir freuen uns über euren Besuch. Heute geht's los. Startschuss für unseren Hessentag. Für uns fühlt sich das so ein bisschen an wie Warten aufs Christkind. Also es ist ein bisschen wie Weihnachten. Wir haben die letzten Tage immer gesagt, noch 3-mal schlafen, noch 2-mal schlafen und dann war es nur noch 1-mal schlafen und heute geht's los. Wir sind für 10 Tage heimliche Hauptstadt Hessens. Also heute stehen wir hier, der Platz ist voll, der Hessentag wird eröffnet. So viele Leute sind gekommen, um den Hessentag zu sehen. Und wir sind überzeugt, dass der Hessentag ein voller Erfolg wird. Der Hessentag ist nämlich entlang der Lahn aufgebaut, von der Altstadt über die Colchester-Anlage hinten ins Bodenfeld rein zum Bahnhof. Wir sind von dem Konzept überzeugt, entlang, ja, angereiht wie an einer Perlenkette. Also es wird ein super schöner Hessentag und wir freuen uns einfach drauf. Ja, und eins können wir euch mit auf den Weg geben. Die Zeit, die ihr habt in Wetzlar, nutzt sie. Genießt den Hessentag, erlebt den Hessentag, lasst die Faszination auf euch wirken. Jetzt gilt's, rein statistisch gesehen, erst wieder in 37 Jahren Hessentag in Wetzlar. Jetzt gilt's! Wetzlar ist zum 2. Mal dabei. Und der Oberbürgermeister hat's gesagt, vor 37 Jahren, da war das alles noch ein bisschen anders. Der Hessentag hat sich verändert, aber auch Wetzlar hat sich verändert. In dieser Zeit hat sich Wetzlar gewaltig entwickelt, wie andere auch. Aber die Tatsache, dass wir seinerzeit den Hessentag nach Wetzlar vergeben haben, hatte 2 Gründe. Erstens, weil ihr euch beworben habt.
Und zweitens, weil wir überzeugt waren, dass ihr diesen Hessentag zu einem Erfolg machen werdet. Und das kann man schon heute sagen. Der Hessentag ist nach wie vor höchst lebendig. Er ist höchst attraktiv. Und er ist etwas, das einzigartig ist. Und deshalb ist es richtig, was Nina gesagt hat. Das ist der Mittelpunkt Hessens für 10 Tage. Und das ist nicht die heimliche, das ist jetzt die Hauptstadt. Und das ist in der Stadtgeschichte einer Stadt etwas ganz Herausragendes. Und es ist etwas für ein Land, das herausragend ist. Wetzlar kann stolz sein auf diesen Hessentag. Wir haben eine feste Tradition. Wir stehen zu unseren Wurzeln. Wir bekennen uns immer zu unserer Heimat. Aber wir sind weltoffen und der Zukunft zugewandt. Und genau in diesen 3 Stichworten ist einzuordnen das, was passiert, wenn die Hessen sich treffen zu ihrem großen Hessenfest. In diesem Sinne, seien Sie herzlich willkommen geheißen. Herzlichen Dank all denen, die mitgeholfen haben. Uns allen einen wunderschönen Hessentag. Der 52. Hessentag hier in Wetzlar ist damit eröffnet. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ja. Wir sind hier auf einem Gelände, bei dem ich wirklich glaube, ich sagen kann, dass hier gemeinsam vom Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, wir sagen immer HMULF, das klingt ein bisschen kürzer, weiß aber keiner, was ist dann, in dem das Ministerium gemeinsam mit dem Landkreis und mit der Stadt in der Organisation etwas auf die Beine stellt, von dem man sagen kann, das ist wirklich ein besonderer Höhepunkt des Hessentages. Ich sage ein besonderer Höhepunkt des Hessentages, weil Natur auf der Spur einfach so viel ermöglicht. Man kann sich mit dem auseinandersetzen, was unterschiedliche Nutzungen des Waldes, der Natur, alle miteinander für uns bedeutet. Das heißt, die unterschiedlichen Nutzungen mit allem drum und dran. Wenn ich sage, mit allem drum und dran, ein bisschen vereinfacht, wenn ich sage, die Natur und die Umwelt als Erholungsraum, als Wirtschaftsraum, als Naturraum im Positiven, aber natürlich auch mit den Dingen, die entsprechende Wirkungen erzielen. Das heißt auch durchaus mit Beeinträchtigungen, dass man aber zeigen kann, Natur auf der Spur, dass Nutzung und Erholung kein Widerspruch sein muss, dass wir viele dazu beitragen, dass wir in Hessen eine Natur, eine Umwelt haben, von der wir sagen können, hier gelingt ein Interessenausgleich aufgrund von ganz vielen, die in diesen Bereichen aktiv sind. Und ansonsten, ich sage bei solchen Gelegenheiten immer, man kann nur lieben, was man kennt. Natur auf der Spur, hier kann man Natur noch ein Stückchen besser kennenlernen. Und was mich besonders freut, ist, dass wir viele haben, die auch ein besonderes Interesse mit rüberbringen, insoweit, dass wir logischerweise Menschen jeden Alters die Gelegenheit geben wollen, mit allen Sinnen Natur zu erfahren, aber auch vielen Kindern und Jugendlichen Natur auf der Spur. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Natur auf der Spur viel Freude haben werden, viele neue Eindrücke haben werden. Hier sitzen die Kinder, gell? Ja, ihr seid welche heute, die Ersten, herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Eindrücke haben werden, dass Sie auch mit gewonnenen neuen Erkenntnissen nach Hause gehen werden. Der ein oder andere vielleicht sich sogar engagiert in einem Bereich, in dem er vorher nichts gemacht hat. Und dass Sie auch einfach sehen, dass eine solche Ausstellung Freude bereiten kann, Spaß machen kann und auch genussvoll sein kann, weil ihr nun auch bei Natur auf der Spur dafür gesorgt ist, dass man viel lernt, dass man sich aber erholen kann und dass man auch etwas genießen kann. In diesem Sinne viel Freude, viel Erfolg in diesen 10 Tagen bei hervorragenden Bedingungen. Besten Dank. Ja, wir sind jetzt hier bei der HR3-Party mit den Baseballs und hier spielen auch Mobile. Hallo, herzlich willkommen. Und zwar haben wir jetzt die Caroline hier und den Kai. Und wie würdet ihr denn eure Musikrichtung eigentlich beschreiben? Ja, das ist im Grunde Popmusik, was wir machen, aber mit einem ganz, ganz starken akustischen Folk-Einfluss drin. Also wir haben so ein ganz wahnsinnig breites Arsenal an kleinen verschiedenen Instrumenten dabei und versuchen halt diese Pop-Songs, die wir schreiben und auch stolz drauf sind, Popmusik zu machen, versuchen wir eben in so ein bisschen akustischeres Gewand zu packen, also durch Instrumentierung, die man jetzt normalerweise so aus dem Radio nicht gewohnt ist, zum Beispiel Ukulele, Glockenspiel, Akkordeon, Mandoline, Autoharpen, Mountain Banjo, Banjo, alles, was man sich vorstellen kann, haben wir irgendwie immer im LKW und karren das von Konzert zu Konzert. Wann habt ihr euch jetzt zusammengetan oder wie habt ihr euch zusammengetan?
Also der Alex, das ist unser Gitarrist, der war mit mir zusammen in einer Stufe und er hat immer schon mal von so einem Projekt gesprochen. Also ja, ich möchte mal was mit dir zusammen machen. Ich habe mir gedacht, ach ja, ne, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Und irgendwann kam er dann halt mit ein paar Songs an und dann haben wir das irgendwie zusammen versucht. Und mit einer befreundeten Band haben wir uns dann quasi zusammengefunden, also aus zwei vorher bestehenden Bands, auch der Proberaum alle in der Nähe. Und ja, dann hat sich das so ergeben. Das ist jetzt drei Jahre her, aber zwei Jahre in der Besetzung jetzt so. Genau. Ist jetzt auch bei euch die Single Genesis rausgekommen jetzt im Mai? Und seid ihr zufrieden mit dem, wie sie jetzt eingestiegen ist quasi? Wie der Verkauf läuft? Ja, das ist natürlich erstmal sowieso krass, eine Single am Start zu haben. Also wie Caro gesagt hat, wir kommen ja alle so aus verschiedenen Bands von vorher schon und haben dann immer so auf regionalem Niveau da irgendwie rumgemacht, von Jugendzentrum zu Jugendzentrum und haben so selbstproduzierte Alben immer rausgebracht. Und jetzt auf einmal so das Gefühl, dass tatsächlich eine Single da ist, die man bei iTunes irgendwie bestellen kann, bei Amazon. Das ist natürlich erstmal geil und für die erste Single sind wir da absolut zufrieden, was bei ihr rumgekommen ist. Ja. Und das Album, das folgt ja auch, ist glaube ich nochmal irgendwie verschoben worden. Wie sieht es da jetzt aus? Wann kommt das jetzt raus? Oder? Das wird im Sommer irgendwann rauskommen. Den genauen Termin haben wir jetzt noch nicht. Aber wir sind im Sommer ja nochmal mit Tim Bensko unterwegs, im Juli und August. Und da um den Dreh wird das Album dann auch kommen. Ihr habt es ja gerade schon angesprochen, Tim Bensko, mit Tim Bensko auf Tour ab Juli. Wie kam es denn da zu dieser Zusammenarbeit bzw. zu dieser Kooperation, dass ihr da jetzt mit ihm auf Tour geht? Ja, ich habe ein Verhältnis mit ihm, genau. Nein, wir haben ja eine Konzertagentur, Peter Rieger, und er ist unter anderem auch da Künstler und das ist ja natürlich oft so in so Agenturen, dass man sich dann austauscht, dass man sagt, hey, da ist jetzt eine Newcomer-Band und die würde ich jetzt als Support mitnehmen. Und so musikalisch ist natürlich nicht genau die gleiche Richtung, aber es ist auch auf jeden Fall Popmusik und ich glaube, das könnte eigentlich ganz gut passen und wir freuen uns schon total drauf. So. Open-Air-Termine meine ich und schönes Wetter, Norderney zum Beispiel auch. Da freuen wir uns sehr drauf und auch ihn kennenzulernen. Habt ihr den selber schon mal ihn getroffen? Also irgendwie schon mal mit ihm zusammen? Das noch gar nicht. Auch jetzt noch nicht vor dem vor der Tour? Normalerweise ist das auch so, dass man jetzt, wenn man bei jemandem Support macht, dass man den dann auch wirklich beim ersten Konzert erst kennenlernt und dann sieht man sich eigentlich jeden Tag und ich denke, das wird ganz cool werden mit ihm. Ihr habt ja jetzt auch, glaube ich, für Türkisch für Anfänger, für den Film eine Single beigesteuert. Wer hatte da die Auswahl getroffen, dass das in dem Film verwendet wird? Ist das direkt von... Das war eine Anfrage, die unser Management bekommen hat, von der Produktionsfirma und wir waren natürlich begeistert. Also das war auch zum ersten Mal für uns, dass die Musik im Kinofilm lief und wie ich vorhin schon gesagt habe, so dieses Gefühl im Radio zu laufen, irgendwie eine Single bei iTunes zu haben und dann noch irgendwie ins Kino zu gehen und seinen eigenen Song da zu hören. War total geil. Wir sind jetzt auch im Dezember kommt nochmal ein neuer Film raus, der heißt Vampirschwestern. Da sind wir auch mit einem Song wieder vertreten. Und wie lange ist es jetzt generell, dass ihr schon Musik macht? Also jetzt ohne, also ob jetzt in Bands oder alleine oder wie auch immer? Bei mir mittlerweile, ich bin ja schon alt, seit ungefähr 25 Jahren. Ich habe als kleines Kind schon angefangen, so Klavier zu spielen. Und stimmt sogar. Und habe eine klassische Klavierausbildung, also bin hauptberuflich immer Pianist oder Keyboarder gewesen. Ja. Und bei dir? Ja, bei mir, also das ist eigentlich so meine erste richtige Banderfahrung, die ich mache. Ich habe mal so bei Konzerten in der Schule oder so mal gesungen, aber nie professionell. Und jetzt mit der Band war es so das erste Mal, dass es dann auf die Bühne ging. Und ja, das war schon aufregend und so die Entwicklung zu sehen, ist schon irgendwie cool. Und das macht irgendwie immer mehr Spaß von Konzert zu Konzert. Ich wollte mal zum Mini-Playback-Show, aber ich durfte nie. Also das waren so meine Ziele früher. Was habt ihr aber jetzt generell schon an Fernsehauftritten? Ich habe gesehen, Fernsehgarten stand jetzt am letzten Wochenende an. Mhm. Sonst schon irgendwo Auftritte in der Richtung auch gehabt? Wir waren auch letzten Monat im Morgenmagazin, ZDF Morgenmagazin. Das war auch heftig für uns, weil wir es nicht gewohnt sind, um 5 Uhr aufzustehen und um 6 Uhr Backline zu schleppen und um 7 Soundcheck zu machen und um 8 Uhr zu spielen, dann direkt vor einem Millionenpublikum live on air. Das war auf jeden Fall sehr witzig und das Lustigste für uns war eigentlich eine Harald-Schmidt-Show. Das war auch der allererste TV-Auftritt und Schmidt ist für uns alle eigentlich so eine Koryphäe. Wir sind alle mit ihm aufgewachsen, mit den Shows, die er gemacht hat. Und dann gleich so die TV-Karriere zu starten, so bei dem Großmeister der Abendunterhaltung, war schon geil. You look
like living between tiles. Shining eyes, a dirty face. That's what makes me feel completely good. There must be something in the air. I can feel it everywhere. That's what makes me feel completely good. It's such a magical thing. It's such a magical thing. It's such a magical thing, thing, thing. This love isn't going down, 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 down. We're moving to the stars right up. Super, herzlichen Dank. Dankeschön.